Also erstmal sehr, sehr interessant. Und ich sag mal, gerade so alles, was so dazu führt, zu dieser inneren Freiheit, würde mich alles Weitere dazu sehr interessieren. Und ich meine, ich habe jetzt nicht so eine direkt klare Frage, sondern einfach so mein inneres Erleben. Also all diese Schritte, die ich mache, ob von dem, was ich jetzt von dir lerne oder das, was ich vorher schon vor unserer Zeit ausprobiert habe, ich komme immer mit zu einem bestimmten Punkt und dann bin ich bis jetzt noch nicht weitergekommen. Mhm. Weil da irgendwas, das hängt mit einer gewissen Angst zusammen, das wird auch teilweise in meiner Vergangenheit zusammenhängen, ne? Dass ich halt nicht ganz so gut groß geworden bin. Stefan, darf ich da mal gleich einhaken? Mach dir um deine Vergangenheit nicht allzu große Sorgen. Deine Vergangenheit ist vergangen und die hat dich zu dem Menschen gemacht, der du bist. Du hast ja vor, vielleicht einen Online-Kurs zu deinem Thema zu machen. Und wenn du deine Vergangenheit nicht so hättest, wie du die hattest, dann könntest du diesen Online-Kurs nicht machen, weil du wärst nicht durch diese Probleme gegangen, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der das jetzt tut. Die haben dich auf deinen Weg vorbereitet. Und lass die Gedanken einfach ruhen. Wenn ein Gedanke auftaucht, dann kümmere dich um den Gedanken. Ja, deine Vergangenheit, die war gut. Und deine Eltern und meine Eltern und alle anderen Eltern, die haben ihr Bestes getan. Aus ihrer Sicht. Ja, lass die Vergangenheit einfach ruhen. Weil Menschen nutzen oft die Vergangenheit als Ausrede. Die sagen, ach, das ist mir in der Vergangenheit passiert, der hat mir dies oder jenes angetan, ich habe ein Recht, dieses Gefühl zu haben. Na klar, wer so leben will, wer im kleinen Ich leben will, der bleibt da verhaftet. Jeder kann ja so leben, wie er möchte. Aber Stefan, du bist jemand, der sich wirklich schnell entwickeln möchte, der Potenzial hat, das sehe ich ganz deutlich. Und deswegen möchte ich, dass du da so schnell wie möglich deine Vergangenheit überwindest. Und das, worüber du redest, die ganze Zeit, die ängstlichen Gefühle, die unsicheren Gefühle, das sind nur Artefakte der Vergangenheit. Das ist nicht mal mehr real. Das ploppt nur noch auf, weil sich da Gefühlsmuster in dir gebildet haben, die immer mal wieder hochkommen. Wenn ich, in den Entwicklungsschritten bis zu einem bestimmten Punkt komme, dann tauchen positive Gefühle auf, dann fühle ich mich besser, dann Lebensfreude, ne, gute Energien. Das kann ich auch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dann zulassen. Ist super toll, soweit bin ich mittlerweile. Und dann kommt so eine Art Stopper rein. Ja. Stopper rein, in dem Sinne, dass dann halt, dann baut sich Druck innen drin auf, dann habe ich so das Gefühl, dass sich alles so zusammenzieht und Unwohlsein. Und ich habe den Punkt Vergangenheit genannt, weil ich einfach denke, dass da so ein Stück weit meine Lösung liegt. Und deswegen ist den Punkt Vergangenheit angeschnitten, weil ich einfach denke, so ja, wenn ich so nicht weiterkomme, irgendwo muss ich ja so diese Lösung haben, nicht so denn in der Vergangenheit rumwühlen. Ja, so überhaupt. Jetzt muss ich das rausfinden, diesen einen Punkt. Sondern ich denke einfach, dass das damit so eine Verknüpfung ist, warum halt so heute diese Stopps noch so da sind. Oder jetzt halt in bestimmten Situationen Unwohldasein ist oder in bestimmten Situationen eine Angst auftaucht. Versuch's und dieses mal. Vergangenheit ist vergangen und meine Eltern waren, wie sie sind. Zu diesem Punkt habe ich schon relativ gut hinbekommen. Ne? Ich bin jetzt noch nicht frei von Wut, die manchmal auftaucht, aber ich bin auf einem guten Weg, sage ich mal. Ja, das denke ich auch. Und wenn Wut zum Beispiel auftaucht und wenn Angst auftaucht, bei dieser Technik, die ich heute vorgestellt habe, die ist ja nicht, die haben wir ja schon mal besprochen, da habe ich auch an dich gedacht. Ne? Die solltest du immer anwenden. Und wenn die ersten drei Male noch nicht ganz funktioniert, wenn die Gefühle sehr, sehr stark sind, dann übe die weiter. Ja, weil der bewusste Verstand, der kann manchmal die Dinge sabotieren, indem der einfach einen Gedanken dazwischen sendet. Ist dir sowas schon mal passiert? Da habe ich so das Gefühl, ich kann meine Gedanken, ich kriege die gar nicht zu greifen. Es ist dann nur so dieser Druck, der sich aufbaut und manchmal wird mir dabei richtig, dass auch eine gewisse Angst dich reinschiebt und mir wird dann manchmal kurz übel dabei. Super, pass auf, super. Ich so dieses Gefühl, das könnte ich dann so mit dem Finger in den Hals stecken, ja. Um mich zu lösen. Pass auf, wenn du dieses Gefühl hast, dann ist wirklich wichtig, dass du das auf biochemische Weise, also sprich auf körperliche Weise unterbrichst. Mit der aufrechten Körperhaltung. Das ist wirklich, das ist, weil mit dieser Körperhaltung hast du deine
Angstgefühle verbunden, ja? Und mit dieser Körperhaltung hast du die nicht verbunden. Deswegen ist es wichtig, die Angstgefühle oder Unsicherheitsgefühle oder jedes negative Gefühl mittels der Körperhaltung sofort zu unterbrechen, dich wirklich aufrecht hinzusetzen, eine gespannte Haltung und täusche ein Lächeln vor, weil das gibt eine biochemische Veränderung in deinem. Ich würde gerne mal, was bei der Übung, wenn wir beim Körper aufrichten, ja? Wenn ich in diesen aufrechten Körper reingehe, den kann ich auch halten, aber ich habe da momentan noch ziemliche Widerstände gegen. Dann schreit es halt auch in mir auf. Das heißt, ich denke einfach mal so der Punkt, inneres Kind, wie wir es immer nennen wollen, dann sagt, boah, mach das nicht, das will ich nicht, das gibt wieder Ärger, dann kriege ich wieder einen drüber. Ja, ja, und gut. Ich habe dich jetzt so verstanden, ich stelle mir das dann so vor, ich gehe trotzdem in diesen Körper rein und ich bleibe einfach in der Übung drin und beobachte die Gedanken. Ja. Die Gedanken, die dann kommen, und lass das einfach so Revue passieren. Wenn du mit deinem kleinen Ich redest, dann solltest du schon dominant reden. Ja, ansonsten bist du nicht der Lenker. Ne? Du solltest in diesen Situationen, wo dein kleines Ich dir nicht gut tut, du solltest das kleine Ich wie ein kleines Kind an die Hand nehmen und sagen, halt, jetzt ist Schluss. Ja, jetzt bestimme ich, wo es gedanklich hingeht. Und dann fängst du an, dann kannst du auch ruhig in das Gefühl hineinfühlen, das hilft auch, ja, richtig, sei ruhig mutig, fühl ruhig in das Gefühl hinein, ja. Sagst du, hier, das passiert in meinem Kopf und das passiert hier, ja, ach, das Gefühl will ich nicht. Dann frag dich selber, kann ich dieses Gefühl jetzt loslassen? Und dann immer schön atmen dabei, ja? Die aufrechte Haltung, das Lächeln, immer schön atmen. Und dann beim Ausatmen, lass das ganz bewusst los. Du sagst, halt, muss aber Schluss. Aber nicht böse, ja, nicht böse. Halt, muss aber Schluss. Wie als wenn du mit einem Kind schimpfst, ja? Mhm. Aber nicht böse, weil wenn du... Liebevoll, ja. Nicht liebevoll, ja? Wirklich dominant. Ja, dominant. Das kleine Ich ist doch nur eine Illusion. Du denkst, du bist da drin gefangen, aber das ist nur eine Illusion. Und du kannst das kleine Ich steuern und mit der Zeit wird es dann dein Verbündeter. Jetzt hast du dir halt ein Gefühlsmuster und ein Gedankenmuster antrainiert, genau, was du wieder enttrainieren musst. Und das Enttrainieren, das fängt einfach immer in der Beobachterposition an. Halt, was denke ich gerade? Und in dem unterbrochenen Muster durch die veränderte Körperhaltung. Halt, was denke ich gerade? Ja, und dann spüre in dich hinein, ins Gefühl, wenn es dir nicht gefällt, entlasse das auf diese Weise, wie wir es eben gesagt haben. Und dann fragst du dich, will ich dominant? Will ich diese Gedanken jetzt denken? Nein, nein. Und dann beobachtest du einfach die Gedanken weiter, die da kommen. Du beobachtest das weiter und dann wirst du merken, dass du dich mit dieser Übung aus deiner Emotionalität entfernst. Du distanzierst dich dann von der Emotionalität. Du trainierst dann sozusagen neues Denkmuster in dem Moment. Und du darfst da nicht aufgeben, Stefan. Du darfst da nicht denken, Mann, ich mache das dreimal und das klappt nicht. Nein, 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 nein. Guck mal, wenn ich eine Gewohnheit mir trainiere, ich habe mir zum Beispiel antrainiert, mit der linken Hand mich zu rasieren, mit der linken Hand mir die Zähne zu putzen. Ich habe mir antrainiert, auf meinen Ballen zu laufen. Ich trainiere mir am laufenden Band neue Dinge an, damit ich die Erfahrung mache, wie lang das tatsächlich dauert, sich eine Gewohnheit anzugewöhnen. Weil mit den 21 Tagen, was da manche Menschen sagen, das haut nicht. Stimmt nicht, ist Schwachsinn. Ja? Dauert länger. Das Zähneputzen mit der linken Hand, ich sag dir, das dauert 4-5 Monate. Und wenn du dann mal Schluss machst, da drin, ja, in deiner Übung, fängst du wieder von vorne an. Richtig. Weil wenn du deinen Verstand nicht zeigst, das ist mir wichtig, was ich jetzt hier tue, dann nimmt das dein Verstand nicht wichtig. Nur wenn du das wichtig nimmst für eine ganze Zeit, dann lernt dein Verstand, oh, das ist meinem Denker wichtig, ja, meinem Herrn oder meinem Denker, und das übernehme ich jetzt als Gewohnheit. Und dann hast du es geschafft, ja. Und ich sage dir, jede Veränderung, und eine neue Gewohnheit ist ja eine Veränderung, ist im ersten Monat hart, im zweiten Monat wird es dann, ja, schon ein bisschen leichter, und im dritten, vierten Monat wird es dann bist du in der Beziehung eine andere Persönlichkeit geworden. Da kann ich dir mein Versprechen geben, dass es so klappt. Aber du musst dominant wirklich
dabei bleiben und deinen Verstand freundlich an die Hand nehmen. Freundlich, aber bestimmt. Ja, weil das ist eine, ja, das ist wie eine Missbildung an, es ist wie eine Krankheit, kann man sagen, wie eine geistige Krankheit, nichts Schlimmes. Wir sind alle auf irgendeine Art und Weise, ja, geschädigt von den Medien. Schon alleine, wenn du dir den ganzen Tag Fernsehen anguckst, da, ich weiß nicht, was da für Krankheiten rauskommen. Ja. Also, Stefan, versuch das mal. Und ich bleibe am Ball. Mach das immer, immer wieder. Und Stefan, was ich noch sagen wollte, auch an die Inner, ja, wenn ich dir hier was erzähle, eine tolle Technik, dann hilft es nichts, wenn du die dreimal anwendest. Ne? Das weißt du, das weiß jeder. Das hilft nur, wenn du das über Monate machst, ohne aufzugeben, immer mehr. Weil denke bitte daran, was das für das nächste Level an Lebensqualität für dich bedeutet. Und bei dir ist es so, Stefan. Ist es so? Ja, klar ist es so. Bleib da dran. Jede Veränderung, jede Blockade, die fällt, erhöht meine Lebensqualität. Absolut. Absolut. Also bleib da dran und wenn du das probierst, wenn du das, sagen wir mal, 20 Mal probiert hast, ja, und du hast Fragen, dann frag mich beim nächsten Mal. Ich habe da Erfahrung damit. Ne? Weil vielleicht manchmal, da stimmt nur eine ganz kleine Einstellung im Mindset nicht. Wenn sich zum Beispiel ein Mensch aufgrund seiner Glaubenssätze zu sehr mit dem Ich identifiziert, dann kann dieser Mensch das kleine Ich sehr schwer verlassen, weil es ist ja, wenn jemand denkt, Mensch, ich bin mein Verstand, ich gucke in den Spiegel, ich sehe es doch, da ist mein Kopf, da ist mein Gehirn drin, da sitzt mein Verstand drin, ich sehe es doch, ich bin's. Ja? Und wenn jemand sowas denkt, dann kann der sich nicht von seinem Verstand identifizieren. Das ist nur eine Frage des Glaubens. Und manchmal, da verhindern ganz kleine gedankliche Spitzfindigkeiten, ja, die Heilung sozusagen. Ja, das finden wir alles raus, du. Mach immer weiter, Stefan. So, wer wollte jetzt noch was dazu sagen? Ja, ich, Gerhard, wollte gerne noch mal was dazu sagen. Hallo, Gerhard. Also ich bin, habe alles verstanden, bin voll d'accord, weiß, was ich zu tun habe. Ich finde das großartig. Das ist eine der wichtigsten Dinge im Leben, denke ich. Aber jetzt aus meiner Erfahrung, ich erlebe Gefühle, also unangenehme Gefühle aus einer Enttäuschung heraus. Und immer wenn ich die Enttäuschung auflöse, also wenn ich die Täuschung erkenne, dann habe ich die Chance, an der Enttäuschung zu arbeiten. Absolut. Verhindere ich mit dieser Methode nicht jetzt einen gewissen Lernprozess, diese Täuschung zu durchschauen und aufzulösen? Du kannst das analysieren, na klar. Du kannst dir sagen, aha, ich habe das und das von den und den Menschen erwartet, aber wie kann ich das dann erwarten? Und da bin ich einer Täuschung aufgesessen. Du kannst das so analysieren und das ist gut für den gesamten Lernprozess, ja? Das ist wunderbar, weil dann erklärst du dir selbst auf logischer Weise mithilfe deines Verstandes, dass es halt doch nicht so intelligent war, sondern diese Erwartung zu haben und dann enttäuscht zu werden, weil die Erwartung, die war einfach nicht richtig. Ja, ich habe Grundsatz, erwarte nichts und schätze alles. Nicht? Aber richtig. Das in der Praxis zu leben, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und deshalb gucke ich mir das dann schon gerne an und sage, was war hier passiert? Was habe ich hier für eine Erwartung wieder gehabt, die nicht zu Recht bestanden hatte? Ne? Mit welcher Berechtigung auch? Ja, ja, natürlich. Und diese Betrachtung, die öffnet dir auch die Augen. Die lehrt dich dann einfach, nur Erwartungen an dich selbst zu haben. Und das ist es, weil je weniger Erwartungen du an deine Umwelt hast, desto unabhängiger bist du in deinen Gedanken. Weil wenn du denkst, mein Partner, der muss so und so sein, ja, der muss das und das für mich machen, dann hast du Erwartungen und mit diesen Erwartungen gehst du wieder eine Abhängigkeit ein, in dem Fall von deinem Partner. Und wenn der sich nicht so verhält, wie du erwartest, dann hängst du wie eine Marionette an den Fäden und dein Partner, der zieht an den Fäden und du ärgerst dich grün und blau, nur weil du unsinnige Erwartungen hast. Also, das bleibt ja nicht beim Partner, es überträgt sich doch in das ganze Milieu oft. Ne? Absolut, das überträgt sich in jeder Lebenssituation, ja. Das ist wirklich klug, das zu analysieren. Wenn du das hinterblickst, dann mache das ruhig. Das ist sehr hilfreich in jedem Fall. Marcel, okay, vielen Dank, Marcel. Ich finde es großartig, was du uns heute da gelehrt hast. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Vielen Dank nochmal. Dankeschön, Gerhard. Immer?
Entschuldigung, ich bin irgendwie dazwischen gerutscht. Und zwar, ich hatte da mal noch eine Frage. Wenn wir eigentlich Bewusstsein sind, ja, die Bedürfnisse zum Beispiel, ich nehme mal das krasseste Beispiel, die sexuellen Bedürfnisse, das sind ja letztendlich ja auch Gefühle. Genau. Warum kommen die dann immer noch, obwohl man Bewusstsein ist? Die kommen nicht dann, wenn du Bewusstsein bist. Die kommen dann. Du, das kleine Ich ist doch nichts Schlechtes. Ja, das behindert nur manchmal. Und manchmal führt uns das kleine Ich zu großen Erfolgen. Ne? Wir müssen nur einfach damit arbeiten, damit leben, das als Verbündeten betrachten, als Freund, als Verbündeten. Ich will den ja auch nicht loswerden. Also den brauchen wir ja natürlich, ne? weil der ja für die Gedanken zuständig ist. Ja, generell bräuchten wir die Gedanken nicht, weil wenn du dich im Bewusstsein befindest, dann hast du Zugriff auf weit mehr als. Genau, dann bist du ja in der Wahrnehmung. Genau, da bist du in der Wahrnehmung und hast eine ganz andere Qualität an Sichtweise, an Intelligenz, die du nutzen kannst. Und die Menschen, die sich immer weiter aus dem bewussten Verstand verabschieden und immer weiter in die Beobachterposition geben, bei all den Menschen, da merkst du dann auch, dass die Zugriff haben auf eine andere, auf eine höhere Art von Intelligenz, dass die in Kontakt sind mit, ja, also du weißt das immer, was ich meine. Ja, ja. Jeder, der sich damit beschäftigt. Also ich sehe ja mein kleines Ich-Bewusstsein als ein perfekter Unterstützer, also wie ein Assistent. Toll. Der für mich halt, wenn ich ihn brauche, dass der mir gute Pläne schmiedet. Natürlich. Und wir brauchen ja unseren Verstand auch, weil ohne unseren Verstand könnten wir unser Leben nicht so erschaffen. Unser bewusster Verstand, der gibt ja mit unserem bewussten Verstand, der ja begrenzt ist, geben wir unserem unbewussten Verstand die richtigen Signale in Bildform, in Form von Affirmation, Suggestion, in Form von Information, von gedanklichen Informationen. Und nutzen den bewussten Verstand zur Erschaffung des Lebens, das wir leben wollen. Wir sind ja angewiesen aufeinander. Wir sind ja eine Symbiose. Genau, das kleine Ich-Bewusstsein bringt uns auch ehrlich gesagt die große Freude. Natürlich. Und deshalb brauchen wir den. Ja, und das soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass da irgendwas gut ist und irgendwas schlecht. Es ist nur so, dass hier Menschen auf dieser irdischen Welt Probleme haben. Ja, und diese Probleme, die kommen einfach aus dem kleinen Ich, aber nicht, weil das kleine Ich doof ist oder weil das kleine Ich böse ist, sondern weil es das ganze Leben lang falsch trainiert wurde, falsch behandelt wurde. Ja, und ja, weil er die Kontrolle hatte bis jetzt. Nee, wir sind in einer so komplexen Welt heutzutage. Vor einigen hundert Jahren, da war das alles viel natürlicher, viel intuitiver. Jetzt wollen so viele verschiedene Mächte oder so viele verschiedene Interessengruppen Einfluss ausüben. Ja, die Werbung, die Medien, die Politiker, auch die Eltern, dann das Bildungssystem. Eins der schlimmsten Einflüsse aus meiner Sicht. Und jeder will Einfluss haben, jeder formt ein Stück an dem kleinen Ich, pass dich an, du bist nicht gut genug, immer haben wir Probleme mit dir, steck den Kopf nicht zu weit raus, halte dich an die Norm, Schuster, bleib bei deinen Leisten und. Und wie soll denn da das kleine Ich gesund sein am Ende? Wir sind jetzt alle hier, um diese Schäden zu beheben. Ja. Also letztendlich die aktuellen Umstände im Außen überfordern letztendlich den Verstand. Naja, klar. Da werden einfach falsche Verbindungen geschlossen. Und da die Werbeindustrie genau weiß, wie das funktioniert, ja, die haben ja auch eine gute Ausbildung, die Chefs der großen Werbefirmen, die habe ich in meiner NLP-Ausbildung in Amerika getroffen. Ja, viele Werbefirmen waren da, weil die manipulieren den Geist. Und wenn man so eine Werbung auseinandernimmt, dann manipulieren die den Geist auf so feine Weise und dem kannst du dich nicht entziehen, außer du schaltest den Fernseher aus, was ich mache schon seit Jahren. Ja, ich setze mich dem überhaupt nicht mehr aus, also... Das mache ich nicht mehr.
Ja, und so wird dieser bewusste Verstand auf wirre Art und Weise programmiert. Ja, das fängt in der Kindheit an, das ist die stärkste Programmierung der Eltern. Aber wenn man mal die Eltern betrachtet von oben, dann sieht man ja, dass die Eltern auch Eltern hatten und dass da wieder eine andere Generation dahinter steht und wieder eine andere Generation. Und so wurde dieser Glauben die letzten Hunderte von Jahren übertragen. Und seitdem es jemanden gibt, der andere Menschen ja führt oder beherrscht, je nachdem, wie es in der Geschichte war. Seitdem wurde immer versucht, das kleine Ich zu manipulieren, das zu bestimmten Glaubenssätzen zu bewegen, die dem kleinen Ich oder dem großen Ich überhaupt nicht dienen, aber die gut sind für jemand anderes. Ja, wenn du was kaufen sollst, dann ist es gut für jemand anderes, vielleicht hoffentlich auch für dich, ja. Wenn die Werbung dir sagt, ach, das ist jetzt in, dann ist es nicht gut für dich, so manipuliert zu werden, dann ist es gut für jemand anderes. Und das, je mehr Menschen das erkennen, desto besser können die sich dann auch dagegen wehren. Und wenn da Kinder nur vorm Fernseher sitzen und die Werbung in sich hineinziehen oder Spiele machen, wo es dann noch mit Schießen und Töten und Gewalt geht, dann wird ja der Verstand wirklich missbraucht in vielerlei Hinsicht. Und das kommt dann eben zu Schwierigkeiten oder zu Krankheiten, je nachdem, wie man das nennt. Und wenn du noch keine Klarheit in deinem Leben hast oder von deinem Leben, wenn du noch keine Vorstellung hast oder wenn du Probleme bei der Verwirklichung deiner Wünsche und Träume hast, dann schließe dich uns an. Komm in unsere Life Changers Mastermind. Dort formen wir dein Leben exakt nach deinen Vorstellungen. Dort verwirklichen wir deine Wünsche nach einem exakten 6-Schritte-Prozess. Und jetzt hast du wirklich eine tolle Möglichkeit, und wenn du wirklich zu uns kommen möchtest und dein Leben innerhalb der nächsten 12 Monate zu deinem Meisterwerk machen möchtest, dann schau dir unser bestes Online-Training an, der 6-Schritte-Prozess. Ich glaube, den Link, den findest du entweder in der Videobeschreibung, falls du den Podcast gerade hörst, findest du den Link in den Shownotes. Alles Gute für dich. Tschüss aus Berlin, Marcel Megari.